Wir sind gleich fertig. Eine Webcam noch vorbereiten. Ja. Okay. Sieht gut aus. Wer fängt an? Du fängst an. Ja, hallo. Wir sind die Gruppe. Wir sind die Gruppe Selfie Stick Golf. Ich bin Michel. Das ist Rainer. Das ist Marvin. Und wir haben zusammen unsere schöne Gruppe. Ich reiche weiter an Heiner. Ja, unsere ursprüngliche Idee war, wie kann die Welt verbessern? Sport. Sport kann generell, ist halt gesund, ist halt eine gute Aktivität, die man eigentlich fördern sollte. Das Ding ist, nicht jeder hat jetzt unbedingt Lust, spontan Sport zu machen. Also dachten wir uns, wie kann es spaßiger machen? Videospiele. Videospiele machen alles besser. So, dann dachten wir uns, okay, wie kann jetzt Sport und ein Videospiel verbinden? Was hat man denn so rumliegen? Haben uns gedacht, Safety Sticks. Wozu sind die eigentlich gut? Keiner hat irgendwie einen richtigen Nutzen dafür. Also da haben wir uns die Safety Sticks mal angeschaut und haben gemerkt, irgendwie sieht das schon aus wie ein Golfschläger. Also so ist eigentlich die spontane Idee entstanden, lass uns Safety Stick Golf machen. So, hier Michel will erstmal erklären, wie wir die Idee genau umgesetzt haben. Ja, man sieht diesen wunderschönen Prototyp. Das ist eigentlich nur ein Selfie Stick mit ein bisschen Panzertape drumherum, damit das ein bisschen stabiler ist. Denn es ist schon ein bisschen was passiert, das passiert, wenn man das nicht gut sichert. Ich hoffe, man hat das gesehen. Sonst halte ich sie nochmal in die Kamera. Ja, das sind unglückliche Unfälle, nur lässt sich zum Glück verhindern durch das schöne Panzertape. Also, wir haben es so umgesetzt, dass wir die Sensorik, die in Handys verbaut sind, nämlich das Gyroskop und der Beschleunigungssensor, dazu benutzen, um halt die Position des Schlägers und den Winkel, wie man den virtuellen Ball dann treffen würde, zu berechnen. Und dazu haben wir die MIT App Inventor benutzt, weil man damit halt am schnellsten Apps entwickeln kann und Prototypen entwickeln kann. Die ganzen Daten werden über Bluetooth an ein Arduino verschickt. Das kleine Ding hier. Ja. So. Reinhalten. Man sieht's hier. Nehmen wir das Mikro. Das ist der kleine Arduino. An den wird das verschickt. Der leitet dann die Signale an diesen LED-Strip. Den rollt man hier aus, aber wir haben ein bisschen Platz und technische Probleme, deswegen können wir das leider nicht demonstrieren. Das steckt man dann noch an die Steckdose und man hat sein Setup fertig. Ja, dann kann man auch schon anfangen zu spielen, indem man mit seinem Handy einen QR-Code scannt und das Programm dann rauflädt, was hier gerade läuft. Ich werde das gleich mal demonstrieren. Die Soundeffekte sind nicht gerade sehr laut, also ich bitte um Ruhe. Und dadurch sieht man, in welcher Position man sich befindet. Entweder mal beim Ausholen, beim Treffen und in der dritten Phase. Die dritte Phase bringt noch nichts, dazu wird Marvin aber noch was sagen. So, ich werde jetzt erstmal wieder mein Mikro abgeben. So, Marvin wird jetzt nochmal ein bisschen erklären, so was noch vielleicht zukünftig geplant ist, weil wir haben das Projekt auf GitHub, das heißt, wir können ganz einfach daran weiterarbeiten und in der Jugend-Tech-Gruppe kann auch jeder daran weiterarbeiten. Das ist einfach eine einfache Datei, die man in den App Inventor 2 importieren kann und kann ganz einfach daran weiterarbeiten und das ist einfach nur eine ZIP, die gepackt ist, das heißt, man kann sich so den Source-Code und die XML-Dateien dann anschauen und da sieht man die wunderschön von mir entworfene Grafik. Was mich hier schon angesprochen hat, erstens die Phase 3, die jetzt leider noch nicht eingeleitet wurde, ist ganz einfach, dass am höchsten Punkt und im richtigen Winkel ein Selfie ausgelöst wird. dass ein erfolgreiches lustiges Gesicht zeigt, dass gerade ein Glückstreffer erzielt hat oder so. Genau. Und
Das zweite ist, dass man einen portablen Monitor, Fernseher etc. sich hinstellt, da eine Zielscheibe abgebildet ist und diese mit der richtigen Power, mit dem richtigen Schlag zum Beispiel zerstören kann oder in die Mitte treffen kann, um dann so einen höchstmöglichen Highscore zu erzielen. Genau. Hier nochmal ein Beispiel dafür, was dabei für Selfies entstehen. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ah, die Kamera stellt nicht scharf. Naja, ich mache ein Gesicht ungefähr so. Bitte, Marvin. Genau. Genau, die eine Sache, die wir jetzt noch nicht gezeigt haben, war das mit dem LED-Streifen, dass man, genau, wie Michael schon gesagt hatte, dass man den ausrollt. Da ein gelber, roter, blauer Punkt steht noch nicht fest, wie welche Farbe der hat. Auf jeden Fall, dass man den beliebig festlegen kann und der Spieler dann versuchen muss, möglichst nah oder sogar auf dem Punkt zu landen mit seinem Ball, mit der Intensität. Genau. Ja, wir hatten einige Probleme bei der Entwicklung. Ein Problem war die Bluetooth-Verbindung zwischen Android und diesem Arduino. Wir hatten da wahrscheinlich ein defektes Teil, also das konnte noch nicht richtig ermittelt werden. Und die Kamera natürlich, weshalb die jetzt noch nicht vorgestellt wurde, genau. Das heißt, also das Problem, was wir mit der Kamera hatten, ist, die App ist halt mit dem MIT App Inventor entwickelt worden. Das Problem ist, der hat nativ keine Unterstützung, um auf die Kamera zuzugreifen. Das Einzige, was er machen kann, ist, die Kamera-Applikation zu öffnen. Das Problem ist, wenn im Golfschlag ist, hat man ja nicht nochmal den Arm, um nochmal auf Klick zu drücken. Deswegen muss man auf eine externe App zugreifen. Das Problem ist aber, wir hatten in der Zeit es nicht geschafft, noch eine eigene Java-App zu entwickeln. Deswegen alle Apps, die aktuell so diese Ultralight-Apps, die vorhanden waren, greifen nur auf die Rückkamera zu und nicht auf die Selfie-Kamera. Deswegen war es jetzt noch nicht möglich umzusetzen. Aber das Endprodukt wäre dann halt, ich sag mal, ein Partyspiel, was man theoretisch ausrollen könnte, an deinen Fernseher anschließen könnte. Und das heißt, man hat seine Golfbahn mit LED-Band, wo der Golf drauf angezeigt wird, und eine Zielscheibe am Ende, wo man hintreffen wird. Und das ist im Grunde auch noch ein lustiges Partyspiel, was nicht nur auch Sport fördert, sondern auch ein bisschen sozialen Aspekt, zum Beispiel Wii Sports-like, dann Leute zusammenbringt und man zusammen Spaß haben kann. So, und zum Schluss wollten wir uns nochmal bedanken bei den Mentoren und besonders bei Hanno, der uns tatkräftig unterstützt hat, und außerdem nochmal beim Hacklabor, die uns sehr viel, auch sehr teures Equipment zur Verfügung gestellt haben, was wir zum Beispiel das LED-Band, was knapp 60 Euro pro Meter kostet. Und ja, wir hatten sehr viele Möglichkeiten, wollen nochmal Danke sagen. Euer Applaus, Selfie Stick Golf. Dankeschön. Es bereitet sich vor Auto. Habt ihr euch jetzt alle schon Selfie Sticks bestellt? Noch nicht, aber ist schon Arbeit. Also sie kommen schon, sind auf Schiene vom Weg. Okay. ihr habt gesagt, ein Telefon ist dabei zu Bruch gegangen. Warum? Weil die Selfie-Stick-Halterung nicht dafür geeignet war, sie als Golfschläger zu benutzen. Okay, das heißt, ihr habt jetzt auch gleich Versicherung abgeschlossen für eure Handys, damit, wenn die Displays kaputt gehen, ihr Ersatz bekommt. Genau, ja. Also das ist mein Handy, was da flöten gegangen ist. Mehr oder weniger anhand von der Zweckentfremdung, aber wenn man das ein bisschen Tape rummacht oder später noch mit einem 3D-Drucker oder so eine richtige Halterung anbringt, dürfte das Handy nicht rausfliegen. Okay, letzte Frage. Denkt ihr, dass das Selfie-Stick-Golfen olympisch wird? Man kann hoffen, also vielleicht 10, 20 Jahre gibt es Zeit.
Okay. Vielen Dank.